auf den großen Verein gucken, er strahlt auf uns alle aus. Und wir sind alle ein Stück 13-16. Und wir sind alle ein Stück Düsseldorfer Kirmes. Egal, wo wir herkommen, aus Garath, aus Ratingen oder aus Niederkassel. Wir sind alles Düsseldorfer Schützen. Hier steht er und er hat auch am 9. Tag es sich nicht nehmen lassen, zu uns zu kommen. Der erste Chef, lieber Lothar Enden, schön, dass du da bist. Schön, dass wir diese wunderbare Wiese immer bekommen. Und gut finde ich, dass wir so für euren Umsatz sorgen. Und das tun wir wirklich. Das tut ihr Schützen aus der IGDS, aus allen Stadtteilen, wo wir auch immer herkommen. Herzlichen Dank, lieber Lothar. Herzlichen Dank natürlich auch an das gesamte Team von 1360 zu bedanken. Beim Spielmannszug Garath, ihr seid eingesprungen. Es war prima zu hören, wie ihr einfach heute da wart, wie ihr immer wieder das aufgemischt habt, wie ihr gespielt habt. Ich weiß, ihr müsst weg. Wir lassen euch auch gehen, vielleicht mit einem kleinen Marsch. Also ich will jetzt nicht sagen raus, aber also weg. Ne? So, ein guter Präsident sagt immer, macht euch fort, das würde ich niemals wagen. Vielen, vielen herzlichen Dank für euren Einsatz. Spielmannszug Garath, ihr wart da, wir haben gerufen, alles ist gut. Herzlichen Dank. Nationen in Aachen finde ich jetzt gerade. Taschentücher wären toll, haben wir nur gerade nicht mal ein bisschen den Plan geändert. Alles ist gut. Mikrofon ist deins, lieber André. Ja, kein Problem. Vielen Dank. Das ist jetzt spontan, weil eigentlich war für die Abkündigung jemand anders vorgesehen. Aber dann machen wir das jetzt mal so ein bisschen aus der Lameng. Ich komme mal hier auf die andere Seite, damit man euch gut sieht. Pascal, Laura, kommt bitte mal nach vorne. Ja, siehst du, das ist, wenn man improvisieren muss. So. Ihr beide wart ein Jahr lang unser Stadtjugendschützenkönigspaar. Ihr habt das, finde ich, sehr hervorragend gemacht. Viele Veranstaltungen, die zeitlich, weil es ist ja bei der Jugend so, alles kann, nichts muss, ja, weil ihr habt ein Privatleben, eure Freunde und wenn ihr Zeit habt, wart ihr da und das habt ihr wirklich toll gemacht. Ich denke, der Jugendschützenball letztes Jahr war, glaube ich, schon ganz gut, ja, und im Kreise eurer Bilker Schützen wurde auch immer gut aufgenommen, es wurde gut gefeiert. Und ja, wir die IGDS dürfen uns herzlich bedanken. Ja, Düsseldorf darf sich bedanken. Und ja, holt euren Applaus ab von euren Schützen, bitte. So, und dann ist es jetzt nun mal leider soweit. Jetzt kommen, werden halt die Insignien getauscht. Ich darf die Britta bitten, der Laura das Diadem abzunehmen. Und ich darf meinen Chefkollegen, den Dieter, bitten, dem Pascal die Kette abzunehmen. So, und nochmal bitte einen großen Applaus für Pascal und Laura. So, es gibt natürlich noch Blümchen. So, dann darf ich euch beide bitten, nochmal in die zweite Reihe zurückzukehren. So, und wir kommen jetzt nun zum neuen Stadtjugendschützenkönig. So, falscher Zettel. So. Kurze Vorstellung, denn das alles andere kommt natürlich auf dem Jugendschützenball. Der findet am 5.10. statt im Quartier Bohem, im Herzen der Düsseldorfer Altstadt. Lieber Brian Paul, komm ein bisschen nach vorne. Ich darf den jungen Mann aus Fliggern mal ganz kurz so ein kleines bisschen vorstellen. Brian Paul, 17 Jahre alt, ist seit 14 Jahren im Verein bei den Schützen. Das heißt also einer, ja, von der Wiege aus, die Eltern haben dafür gesorgt, wahrscheinlich gehe ich von aus, dass das so ist. Fliggern, toller Verein, tolle Schützen. Wie natürlich auch alle anderen. Ja, der Brian, was soll ich noch groß sagen? Er ist noch Schüler, er geht zur Schule, 11. Klasse, macht sein Abitur. Jetzt genießt er erstmal die Ferien. Ne, genau, ein bisschen feiern jetzt. Und ja, sportbegeistert ist er, hat er mir gesagt.
Und ich denke, von ihm werden wir auch natürlich auch noch viel sehen und viel hören in den nächsten Jahren. Denn es ist einfach so, das sage ich auch immer auf dem Jungschützenball, ja, die Jugend ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Und die, die dabei sind mit Herzblut, die zeigen das auch. So, und da dürfen wir uns auch nicht irgendwie auf den falschen Weg bringen lassen. Ja, wir müssen daran weiterarbeiten. Es ist nicht immer einfach, aber ich denke mal, der eine oder andere hört schon auch zu. Ja, von den Vorständen, und ich denke, wir werden den Weg gemeinsam gehen, und so Leute wie dich brauchen wir. Lieber Brian, geh nach vorne, dein Applaus. So, und nun ist es soweit, ich darf den Dieter wieder bitten, dir die Kette des Stadtjungschützenkönigs umzulegen und dich zum neuen Stadtjungschützenkönig zu krönen. Wir haben einen neuen Stadtjungschützenkönig vom Regiment Flingern, Brian Paul. Geh einen Schritt nach vorne. Kleinen Applaus. Gut, dann, lieber Brian, darf ich dich bitten, ein Stück zurückzugeben. So, jetzt Britta, dein. Ja, liebe Schützen, wir haben natürlich nicht nur ein scheidendes Jungschützenkönigspaar, sondern auch ein scheidendes großes IGDS-Königspaar. Hierzu bitte ich euch einmal nach vorne. René Pelzer mit seiner Martina. Letztes Jahr ein kleines Novum, wir haben das erste Mal nicht mit der Armbrust geschossen, sondern das erste Mal mit dem Vogel oder den Vogel so ausgeschossen wie jetzt. Und wir müssen sagen, es war eine gute Entscheidung, es war eine spannende Entscheidung. Das Schießen macht einfach mehr Spaß. Aber es war so, wie es ist. René hatte schon fast ein anstrengendes Jahr hinter sich gebracht als Regimentskönig aus Hamm. Die sind im September dran, also von daher, das Jahr ist fast um. Hat den Stand auf der losen Platte und hat gesagt, oh, soll ich das machen? Und genau was André gerade sagte, alles geht, nichts muss. Und genauso hat er geschossen. Allerdings sind die Hammer schon extrem schießfreudig und gute Schützen. Und genauso ein Schuss, wie er heute fiel, fiel er auch heute vor einem Jahr. Die Platte fiel und damit hatte Hamm das erste Mal den IGDS-Stadtkönig. Und da muss ich ein kleines Lob an dein Regiment aussprechen. Die haben das gelebt. Die waren mit dir Stadtkönig. Und das ist einfach eine schöne Sache. Deine Brudermeister aus deinem Königsjahr sind immer bei dir gewesen. Dein Chef ist immer bei dir gewesen. Die zwei waren extremst nett, sympathisch, freundlich. Und ich würde einfach sagen, in dem Jahr haben wir neue Freunde gefunden. Das ganz klar seid ihr, René, Martina. Es hat einfach Spaß gemacht. Und wenn ich dann noch sagen kann, es lohnt sich auch, König zu werden, weil wir waren ja bei Fortuna eingeladen und das sind Fortuna-Fans. Ich auch so ein bisschen, aber nicht ganz so sehr, also wie manche. Und wir standen auf dem heiligen Rasen. Also ganz ehrlich, lohnt sich mehr, Stadtkönig zu werden, als solche Geschichten. Nein, wir hatten einfach eine schöne Zeit. Wir haben einen schönen Ball zusammen verlebt und einfach eine gute Zeit. René sagte, boah, jetzt 2 Jahre König, jetzt reicht es auch. Ja, hat er recht. Es hat Spaß gemacht. Ihr geht zurück in die Reihen deiner Heimattreue, die brauchen dich auch dringend. Du bist der zweite Hauptmann seit Ewigkeiten. Immer an der Seite Martina, die ihn da unterstützt. Alles ist gut, alles wird gut, alles geht, nichts muss. Es war schön, mit euch durch die Stadt zu ziehen. Ihr habt das IGDS-Leben vertreten. Ihr wart tolle König, ein tolles Königspaar. Ich sage Dankeschön. Dankeschön für Düsseldorf, danke für die IGDS. René und Martina Pelzer, bitte einen riesengroßen Applaus für diese Stadtkönigspaar. Aber auch jetzt die Insignien müssen wir abgeben. Ich mach das mal. Die Blümchen sind auch schon verteilt. Bitte, ja.
Ist wie es ist. Lieber neuer Stadtkönig, aber es ist auch wie es immer ist. Du stehst hier und ich freue mich. Und ich gebe jetzt dem lieben Dieter Kaspers, der freut sich schon den ganzen Tag drauf, den neuen Stadtkönig vorzustellen. Und dafür gebe ich das Mikrofon gerne weiter. Lieber Dieter. Ja, danke, liebe Britta. Es ist eine ganz besondere Freude, den Andreas heute hier ehren zu dürfen. Denn er ist ja auch nebenbei noch ein paar Jährchen bei uns im Bürgerregiment gewesen. Hat also da auch schon unsere Schießmannschaften unterstützt. Aber wir fangen vorne an, wenn es geht. Also, ich darf Ihnen vorstellen, Andreas Palm von der St. Sebastian Schützenbruderschaft Düsseldorf-Flehe. Normalerweise steht jetzt auch seine Königin hier, aber die ist leider Gottes an den Füßen irgendwie erkrankt, an den Knien. Aber sie wird noch hier wohl vorbeikommen. Ich zögere das ein bisschen raus. Vielleicht wird sie also da oben, nein, wenn ich da oben den Stau so sehe, denke ich mir, das fluppt nicht so mehr. Aber trotzdem, lieber Andreas, wir werden auch der Nicole noch gleich noch die Blümchen überreichen können. Der weiter zum Vorstellen, Andreas begleitet in seinem Regiment den Posten eines zweiten Chefs. Er ist also eigentlich hinterm Kalli der wichtigste Mann in der Flehe. Und das will schon was heißen, der Kalli ist ja fast der Bürgermeister von der Flehe. Er selber ist jetzt hier, nicht der Kalli, der Andreas ist 40 Jahre alt, drei Kinder, hören Sie, und alle drei sind also auch schon schützenbegeistert. Und vor allen Dingen, er ist von Hobby natürlich. Er hat gesagt, Hobby Schützen. Aber das ist ein bisschen mehr, denn sein Hobby ist nicht nur Schützen, sondern ist auch ganz speziell Schießen. Denn nebenbei ist er auch noch der zweite Schießmeister vom Bezirk West des Bundes der Deutschen Historischen Schützenbruderschaften und Kassierer und zweiter Vorsitzender. Also quasi auch da die rechte Hand vom Kalli. Da kann man mich mal klatschen, ja. Von Beruf ist unser Andreas Sicherheitsingenieur. Hast du hier irgendwas ganz Besonderes festgestellt, was nicht so funktioniert? Alles in Butter, alles klar. Also Lothar, alles in Butter. Haben Sie die ganzen Einsätze richtig gelohnt von euch. Dankeschön. Ja, und ich denke, weiteres und deinen Orden, den du dann erhältst, werden wir dir also auf dem großen Ball der Könige im April nächsten Jahres überreichen. Da wird hoffentlich der Oberbürgermeister selbst dabei sein und dich ehren können, wie es dies ja auch bei deinem Kollegen aus Hamm gemacht hat. Und was den Hammern recht ist, sollte den Flehern billig sein. Ganz klarer Fall. Ja, wie gesagt, es war ein Traumschuss, mit dem er also vorhin die Platte geholt hat. Wir haben gesehen, im Wettbewerb Jung gegen Alt, die Könige sind doch die Erfahreneren. Die Jungschützen haben mit viel mehr drauf geschossen und haben einen Schuss länger gebraucht. Also herzlichen Glückwunsch immer zu deinem persönlichen Sieg untereinander. Dankeschön für uns ältere Menschen. Ja, bevor ich mich hier festrede, höre ich lieber jetzt auf und übergebe das wieder jetzt das Mikrofon meiner Britta, das heißt also meiner Chefin Britta, damit sie ja hier weiter das Programm führen kann. Ja, herzlichen Dank. Den beiden neuen Königspaaren, komm mal kurz noch nach vorne, die Kette. Ja, das wollte sie selber machen. Bitteschön. Und jetzt die Kette für den König. Und damit ist er in sein Amt eingesetzt. Für ein ganzes Jahr. Ja, und den erfolgreichen Schützen auf die Königsplatte ein dreifaches Schützen! 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 Wunderbar. Ihr müsst nicht länger hier oben stehen, wenn wir jetzt alle Fender machen. Ihr wollt zu euren Regimentern, das sei euch gegönnt. Feiert schön, habt einen schönen Tag. Ich denke, sowas ist einzigartig. IGDS, König wirst du nicht alle Nase lang. Aber heute feiert schön, macht euch einen schönen Tag. Und ich bitte um einen Abmarsch für unsere wunderbaren Königspaare, die Amtierenden und die Scheidenden. Dankeschön. Macht es gut.